Ja, hallo hier, wieder willkommen aus diesem seltsamen Dörfchen. Es wird ja gerade Nacht, wir haben mal gesagt, ziemlich düster hier. Wir gehen mal da rein und schauen uns an, ja, wie das denn jetzt aussieht. Wir können auch mal den Wirt fragen, was so die Gerüchteküche hier so momentan preisgibt in der Region. Die sind ja eigentlich immer am besten versorgt mit allen möglichen Neuigkeiten. Na, wer bist du hier? Wenn ihr nicht gekommen seid, um jemanden zu begraben, dann seid ihr hier am falschen Ort. Das verstehe ich nicht ganz. Falkenring ist für seinen Friedhof bekannt. Aha. Wir haben hier mehr Tote begraben, als ihr euch vorstellen könnt. Es ist aber irgendwie ein seltsamer Stadt. Ich habe meinem alten Kriegsgefährten Berit gerade eine anständige Feuerbestattung spendiert. Der alte Dickschädel hasste die Vorstellung, in der kalten Erde zu enden. Ja. Könntet ihr die Asche zu Runil bringen, dem Priester von Arkai? Ah, okay. Er wird schon wissen, welche Segen er für Berits Seele aussprechen muss. Boah, kann ich gerne machen, klar. Das wäre mir eine Ehre. Ich danke euch. Kein Ding. Kein Ding. So, was haben wir denn noch? Oh, da verzaubert wer, ja? Hallo? Ich war einmal Jarl. Aber man hat mich zum Rücktritt gedrängt. Ach, den Geier. Als ich Partei für die Sturmmäntel ergriffen habe. Das war eine kaiserliche Intrige, sage ich euch. Was gibt eine Verschwörung gegen euch? Nicht gegen mich, gegen ganz Falkenring. Aha. Diese kaiserlichen Knilche spionieren uns alle aus. Hm. Letzte Nacht habe ich Lot den Schmied einen Brief schreiben sehen. Echt? Wahrscheinlich eine Botschaft für Einsamkeit und General Tullius. Also seid wirklich? Ihr Himmelsrand treu ergeben? Brecht in Lots Haus ein und besorgt diesen Brief. Die nächste Aufquest hier. Ja, so soll es geschehen. Gut. Ja, ihr sagtet, ihr wart früher der Jarl? Ja, vor nicht allzu langer Zeit. Ja, vor nicht langer Zeit Manche war es. Manche erzählen euch vielleicht, dass ich aufgrund meines hohen Alters abgedankt habe. Ja, hätte ich schon fast gedacht. In Wahrheit habe ich herausgefunden, dass es in Falkenring von kaiserlichen Spionen wimmelte. Aha. Sie haben die richtigen Leute geschmiert und sich Freunde gekauft. So ist das also. Plötzlich wurde unter den Adeligen der Ruf nach einem neuen Jahr laut. Aha, während okay. In ihren Taschen kaiserliche Septime klimperten. Ah, ja, sie das ist einleuchtend, mich zum ne? Tane und ersetzten mich durch meinen Neffen Sittgeier. Der ist ein wahrer Freund Cyrodiils. Tja, das ist ja schon fast schade, würde ich mal sagen. Naja, ich bin ja schon vorsichtig. So, hallo, holde Dame. Bei Schorsgebeinen. Es geschah alles so schnell. In einer Minute war der Drache noch da und in der nächsten war er fort. Alles war zerstört. Ach, du kommst auch aus Helgen. Nein, ich hatte Angst hinzusehen. Aha. Ich weiß nicht, was wir jetzt tun sollen. Uns ist nichts geblieben. Oh, es tut mir echt leid. Ja. Hallo. Ich wäre ja fast geneigt, euch zu bitten, mich auf eines eurer Abenteuer mitzunehmen. Aha. Aber ich kann Valga nicht einfach so im Stich lassen. Ach, ist doch egal. Komm einfach mit. Wer bist du hier? Ihr braucht etwas? Eigentlich nicht. So, pass doch auf. Ja, ruhig. Hallo. Oh, du bist Valga. Ich bin dem Kampf in Cyrodiil entkommen und in Himmelsrand holt er mich wieder ein. Ja, seltsam, ne? Ich suche Arbeit. Wisst ihr da irgendetwas? Hier. Seht euch das an. Ein paar Männer des Jahres sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Hm, okay. Banditen, na gut, Banditen töten ist immer nicht schlecht. Gibt's irgendwelche Gerüchte in letzter Zeit, die hier so kursieren? In den letzten Wochen sind einige Leute verschwunden. Echt? Es heißt sogar, dass jetzt auch noch unsere Jäger weg sind. Oh. Sagt mal, wenn ihr auf Reisen seid, ja. Könntet ihr da nach ihnen Ausschau halten? Ja, klar, kann ich machen. Nach Valda und seinen Männern? Ich glaube, sie waren hinter einem Bärenheer, oben im Norden. Oh, ich schaue mir das gerne mal an. Lass mal ein bisschen handeln, ne? Doch stillen, Zutaten hat sie jetzt nur. Ja, nee, dann nicht. Aber ich brauche mal ein Zimmer für die Nacht. Natürlich, für heute gehört das Zimmer aus. Ja, dankeschön. Wo ist es? Links, rechts? Wenn ihr interessanten Tratsch in der Stadt hört... Ja, gerne, gerne. Kein Problem. Ich bin da immer sehr geneigt für Tratsch. So. Ach so, das ist mein Zimmer. Das ist ja schön. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ja, ich hätte da schon noch die ein oder andere Idee. So ist das ja nicht, ne? Oh, hier liegt Geld rum. Naja, ist davon aber... Wie gemein, ne? Da legt man hier einfach so Geld hin und man darf es da nicht mitnehmen. Ist das ja ein Büchlein? Das Erwachen der Nord. Pff, mir egal. Doof Nord.
Naja, so, will ich erstmal sagen, ey, Stündchen, nee, mehr. Dann ist es um 8, ja doch, um 8 können wir aufstehen, das passt schon. Schlafen wir jetzt erstmal 12 Stunden, den Schlaf der Ungerechten. Ja, das ist dann so ein bisschen entspannender. Mittags ist, okay. Und Turdas ist, glaube ich, der Donnerstag gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, es ist irgendwie ein bisschen, also man kommt irgendwann dahinter, aber man braucht da ein klein wenig. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Naja, du und deine Lieder. Willkommen im Todmannstrunk ist auch so ein toller Name, ne? So richtig beschaulich. Da fühlt man sich gleich richtig wohl und heimelig, wenn man dann hier reinkommt. Hey, willkommen im Todmannstrunk. Ja, sind hier die Getränke etwas vergiftet oder warum? Ist das dann so Glücksspiel? Wer überlebt es hier zu nächtigen und wer nicht? Oh, naja, also jetzt tagsüber sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus hier. Und ich höre einen Drachen. Von wo? Da ist er. Da oben ist irgendwas. Oh, ja, bei den Göttern würde ich auch sagen. Alle nach drin. Oh mein Gott, jetzt geht's richtig los. Ich glaube, es fängt an zu regnen, ne? Komm her, garstiger Drache. Oh, ich mag die Musik jetzt schon. Oh, was eine geile Folge das wird. Ja. Oh, dieses Lied. Ich könnte es mir die ganze Zeit anhören. Aha, garstiger Drache. Achso, ich kann mich ja heilen nebenbei. Das ist jetzt das Schöne. Dann können wir das alles ein bisschen pushen und zwischendurch verstecken wir uns mal. Ja, da sollen wir übrigens einbrechen, sehe ich gerade. Wo ist er gelandet? Ach, da. So, und Flamme. Habe ich ihn erwischt? Ja, Schießkunst zumindest ist besser. Und, ja, so viel hat er jetzt auch nicht mehr an Lebensenergie, ne? Nur, also er zielt nicht so richtig auf uns. Ich glaube mehr auf die Stadtwachen. Wir hängen direkt in ihm drin, habe ich das Gefühl. So, wir nehmen den Pfeilen. So, da haben wir ihn. Ja! Haha! Na, 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 na. Was war eigentlich? Ja, die sehen ganz schön fies aus, ne? Aber ich finde diesen Effekt nach wie vor total cool, wenn die sich anfangen aufzulösen. Sehr geil gemacht. Hat was. Ja, ich bin ganz zufrieden. So, nehmen wir mal alles mit, was er denn hat. Oh, reichlich. Orkischer Fall, Stahlfall, oh, genug Gold. Oh, kann ich mit leben. Und wir haben jetzt natürlich reichlich Quests, ne? Irgendwer war jetzt hier, der hier rumläuft. Den wir irgendwie reden sollen. Hm. Und wer ist das? Also irgendwo hier muss es jetzt sein. Ah, okay, mit dem soll ich... Ah, das ist wahrscheinlich der Priester. Der Gott Arkai war einst wie wir, gebunden an die sich windende Sterblichkeit. Oh, okay. Aber er hat sein Leben bereitwillig aufgegeben, damit wir die Launen von Leben und Tod besser verstehen. Mhm. Durch die Ebbe und Flut dieser kosmischen Gezeiten finden wir Erneuerung und schließlich... Ist das gerade ein Begräbnis? Möge der Geist von Lavinia und allen, die diese Welt und ihr Leid verlassen haben, so. Den heiteren Gleichmut von Aetherius kennenlernen. Und es regnet natürlich. Und mögen wir eines Tages in der Ewigkeit wieder mit ihnen vereint werden. Das wäre eine coole Vorstellung. So, halt, renn doch nicht weg. Wo rennst du denn hin hier? Keule, bleib da, bleib da. Hallo. Ich würde es kaum glauben. Ich habe eine Lieferung. Ah, Beres Asche. Er war ein... Ja, ja. Danke, dass ihr mir das hier gebracht Gerne. Habt. Ich werde dafür sorgen, dass er seine Riten bekommt. Hier, für eure Mühe. Kein Ding, danke, danke. Irgendwas Interessantes. Ja, mit dem Beschwörung, genau. Ich bringe euch etwas von meinem Wissen bei. Oh, cool. Aber seid vorsichtig. Hm, 270. Ja, komm, machen wir auf 25, das ist schon ganz okay. Ist doch nicht so teuer. Du kümmerst dich hier ganz allein um diesen Friedhof? Oh, barmherziger Arkai, nein. Ich bin zu alt und gebrechlich. Ah, ja, hab ich mir schon gedacht. Der Friedhof ist zu groß. Das habe ich auch gesehen. Kust ist mein Assistent. Mhm. Er hilft mir, die Grabsteine zu pflegen und unseren Friedhof sauber zu halten, wie es sich für einen Ort der Ruhe gehört. Das hört sich vernünftig an. Na ja. Das Leben ist viel zu kurz.
Was ist mit den beiden hier? Wir können die mal ansprechen. Ich glaube, das war deren Tochter, so wie es sich angehört hat, ne? Eine traurige Zeit. Wer ist gestorben? Unsere Tochter. Ah. Unser kleines Mädchen. Mein Beileid. Sie hat ihren 10. Winter nicht erlebt. Oh, mit 9 erst. Das ist heftig. Was ist da passiert? Sie wurde... Er hat sie in Stücke gerissen. Wer? Wie ein Tiger, ein Reh. Wir haben kaum genug gefunden, um sie zu begraben. Ach du Scheiße. Und wer war das? Sinding. Sinding? Er kam zum Arbeiten. Mhm. Wirkte wie ein anständiger Mann. Okay. Wir halten ihn unter Verschluss, während wir uns überlegen, was wir mit ihm machen sollen. Wenn er euch zutraut, ihn ansehen zu können... Was wird einen Mann dazu treiben, so etwas zu tun? Ja, das ist schwierig. Neue Quest, Schicksalstreffen im Mondschein, aha. Ist der Ort eigentlich immer so düster? Ja, und ich kann nicht sagen, warum. Meine Frau und ich denken, dass hier dunkle Magie am Werk ist. Oder vielleicht ist Arkais Einfluss stark und er möchte es so. Naja, kann man nicht vorstellen. Dann mal kurz zu seiner Frau reden. Mein Mann Matthias und ich betreiben den Totenlichthof. Totenlichthof. Wer bist du hier? Ach, Kust. Fremdlinge wie ihr bringen den Krieg. Ja. Ich habe genug vom Krieg. Ich habe genug von Leuten wie dir mit ihren Vorurteilen, ja? Pff, dummer Sack, ey. Also, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber ganz ehrlich, dieser Rassismus, ja, hier diese Fremdenfeindlichkeit hier in Himmelsrand geht mir langsam wirklich tierisch auf den Zeiger. Also gerade als Ork merkt man das ganz, ganz deutlich. Ja, wie man immer wieder gedisst wird. Oh, wer bist du denn? Hallo. Versucht nicht so hart über Falkenring zu urteilen. Nein, auf keinen Fall. Ach, ich werde gerade gesehen. Wir versuchen es mal. Jetzt werden wir nämlich gerade nicht entdeckt. Das heißt, wir begehen jetzt unser erstes Verbrechen. Na, wobei ja. Ob das gut geht... Wir versuchen einfach mal das Beste. Wir gucken einfach mal, was passiert. Mehr als uns angreifen, töten, uns den Hals abschneiden, uns alle Sachen wegnehmen, uns ins Gefängnis sperren, uns tausende von Goldstücken abnehmen und eventuell unseren Spielstand löschen, kann sowieso nicht passieren. Also von daher haben wir eigentlich rein theoretisch nichts zu verlieren. So, wo ist der jetzt, der Brief? Da ist er. Oh, was hat er dann eingetragen? Lies mal kurz. Alter Freund, ich brauche sämtliches Eisenerz, das ihr ausbuddeln könnt. Das Doppelte der üblichen Menge. Ich weiß, die Mine wirft nicht mehr so viel ab wie früher, aber ich zahle euch auch einen guten oder einen... Was? Ich zahle euch auch einen Aufpreis? Achso, ich dachte, ich wollte sagen, ich zahle euch auch einen guten Preis oder irgendwie sowas, aber... Das ist ja wieder das, was man denkt, was da kommt und das selber reininterpretiert, obwohl es da gar nicht steht und auf jeden Fall ist unterschrieben mit Lot. Ha. Tja. Ja, nehmen wir mal mit. Wofür das wohl braucht? Hat er hier was Interessantes drin in der Truhe? Gucken mal, wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch klauen, oder? Elixier des Kriegers. Stahlbarren. Naja, eigentlich möchte ich nicht unbedingt klauen. Ach komm, wir gehen wieder raus. Bevor hier was passiert, ne? Nee, lieber nicht. Ich will es jetzt nicht drauf anlegen. Jetzt ging es gerade nochmal gut, also von daher. So, der knüppelt da fleißig rum. Ist doch schön so. Ach, ich dachte, das wäre ein Hund, aber es ist eine Ziege. Sieht doch fast so aus wie ein Hund hier, das Ding. Wo ist er jetzt? Er ist, glaube ich, hier... Oh, wir sollen hier vorne irgendwo... Er soll jetzt hier rein? Warum soll ich denn jetzt hier reingehen? Dengeiers Haus. Ach ja, hier, der Dengeier. Der Geier, der den, ne? Ist doch komisch, der eine heißt Sidgeier, der andere heißt Dengeier. Das sind so seltsame Namen hier nach wie vor. Ich kann mich damit einfach nicht anfreunden. So, ich hab den Brief. Jahr. Was ist das? Etwa irgendeine Chiffre? Brauche so viel Eisenerz, wie ihr ausbuddeln könnt. Ich glaube, er will einfach nur Eisenerz bestellen. Er spioniert zwar nicht, aber damit steht fest, dass das Kaiserreich Lot neue Schwerter und Rüstungen schmieden lässt. Sicher. Gute Arbeit. Nehmt das. Danke. Was genau braucht ihr von mir? Ihr habt vielleicht das offene Grab in unserem Friedhof bemerkt. Nee. Die meisten Leute hier glauben, es handle sich um das Werk eines Leichendiebs. Oh. Aber die Wahrheit ist weniger angenehm. Okay. Es ist wahr, das Grab von Viga, ding, ding, ding. Meinem eigenen Vorfahren, der seit Jahrhunderten tot ist. Er ist auch ein Vampir. Er ist auch? Meiner Familie obliegt es, dafür zu sorgen, dass er unter der Erde bleibt. Okay. Doch vor kurzem wurde der Schutzstein gestohlen und Viga entkam. Aha.
Und ihr wollt, dass ich den Schutzstein finde? Nein, für den Schutzstein ist es zu spät. Viga muss vernichtet werden. Oh, hey. Falls das herauskommt, würde meine Familie große Schmach erleiden. Das ist ja mal heftig. Ich werde dafür sorgen, dass Viga zerstört wird. Boah. Gut. Er wird geflohen sein, um seine Artgenossen um sich zu scharen. Hä? Tja. Ja, schon gut. So ein bisschen paranoid sind wir ja alle. Ich weiß, es wird schon. Keine Panik. Immer ganz locker flockig durch die Hose atmen, ne? Mhm. Vampire. Mensch, das erste Mal, dass wir dann richtig offiziell mit Vampiren konfrontiert werden. Mhm. Das könnte ja mal spannend werden. Jetzt ist nur die Sache, wir haben jetzt die ganze Stadt noch gar nicht erkundet, ne? Also wir waren ja eigentlich hier vorne. Naja, mir auch. So, jetzt ist hier, das scheint das Haus des Jarl zu sein. So, mit diesen Flaggen, ja, Langhaus des Jarl. Das sieht mich eigentlich nicht, der Typ hat sich ziemlich unfreundlich angehört. Oh, Alchemieladen. Ja, gruftiges Gebräu. Schöne Namen haben die ganzen Dinger hier. Das ist einfach nur ein Haus, oder was ist das? Falkenring-Kaserne. Nee, wir wollen jetzt nicht in die Kaserne nachher. Also müssen wir noch der Armee beitreten oder so ein Gedöns. Möchte ich nicht unbedingt. Hm. Hier üben die anscheinend nur. Rennen wir mal einmal drum. Nee, wir rennen nicht drum. Komm, wir gehen mal hier vorne lang. Also es gibt etliche Ein- und Ausgänge hier in die Stadt, ne? Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, durch welchen ich da reingekommen bin. Hier ist die Mühle. Ach ja, da hatten wir da schon Holzschuhen bestellt. Ah ja, ist schön. Also wir haben auch genug Eisenerz, von daher. Rein theoretisch könnte der Bauer in unserem Häuschen ja weitergehen. Rein theoretisch halt, wie gesagt. Immer rein theoretisch. Man sollte da nicht zu praktisch denken bei dem ganzen Krams. Jetzt ist mal die Sache, ich guck mal kurz, ist die Quest denn aktiv? Sprich mit Sinding. Wo ist denn Sinding? Sinding ist auf jeden Fall hier. Der wird garantiert in der Kaserne gefangen gehalten. Das könnten wir machen. Was ist das hier? Die dunkle Bruchstücke von Merundus Dagon. Nein. Ist das dann... Ach hier, Boethias Ruf. Genau. Das ist da. Nicht so weit weg. Und hier oben? Töte den Banditenanführer. Den Banditenanführer möchte ich jetzt eigentlich nicht platt machen. Das interessiert mich jetzt eigentlich eher weniger. Finde die Jagdgesellschaft und das. Und wo ist hier das? Ah, der Vampir ist hier oben. Okay. In der Höhle waren wir schon mal. Achso, nee, hier ist die Jagdgesellschaft. Genau. Und der Vampir? Der Vampir scheint hier unten zu sein, hä? Ja, da. In der Blutschanze. Töte den Vampir. Vigar. Hört sich ja richtig fieslich an, der Name da. Es ist südlich von Helgen, weil hier oben sehen wir noch die Überreste, da ist Helgen, genau. Das heißt hier mittendrin, irgendwo in der Pampa, in den tiefsten Bergen, wo die Karte dann schon fast zu Ende ist, da treibt er sich anscheinend rum. Ha, jetzt ist noch die Sache. Ich glaube, wir sprechen erstmal mit Sinding, ne? Ja, wenn wir schon hier in der Nähe sind, können wir das gleich nochmal mitmachen. Mal gucken, also diesen Kindermörder, also ganz schlimm, solche Leute, ne? Geht gar nicht. Wo ist der denn? Na, mich kennt man nicht. Nein, ich bin völlig neu. Ein unbeschriebenes Blatt hier in der Gegend. Außer, dass ich das Drachenblut bin, schon etliche Drachen getötet habe, Unmengen von Draugre niedergeprügelt habe, zurück in ihre muffigen Gräber, bin ich eigentlich total unbekannt. So, ich muss hier kurz rein. Warum muss er jetzt schon wieder laden? Das ist doch irgendwie ein bisschen... Naja, macht nicht so viel Sinn, oder? Man betritt ein Gebäude, nur damit man gleich wieder den nächsten Ladebildschirm kriegt. Wo, nur wo bist du? Oh, hier hinten. Ja, kenn ich schon. Ja? Hallo? Komm mal hierher. Du da hinten. Wie kann man denn mit dem reden? Wartet! Ich kenne euch doch! Echt? Ihr begeht einen Fehler. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlt. Was? Ich gehöre zur Gilde. Wie wäre es, wenn ihr... ihr habt mich gefangen, ich werde mein Kopfgeld bezahlen. Nein. Oh, das. Gut, in Ordnung. Na, sehr schön. Seid einfach leise und lasst euch nicht noch einmal erwischen. Danke. Ich gebe mir Mühe. Jetzt ist nur die Sache, wie komme ich denn hier an diesen Typen ran? Hallo, du da hinten.
Kann man das hier irgendwie aufmachen? Ich muss mal hier irgendwie... Wie kann man die denn anlocken? Oh, mal Kerzenschein. Kurz Licht machen. Gibt's hier keinen Hebel oder sowas? Irgendwie geht das doch garantiert auf. Ich muss mit dem Gefangenen reden. Ja? Hallo? Komm mal her. Ja, du da. Hm? Sinding, genau. Sinding, komm her. Ja? Oh, das kann ja nicht wahr sein. Aber steht da irgendwas? Hier in der Questbeschreibung oder so? Ja, sprich mit Sinding. Kann man erst nachts dahin gehen? Ich weiß es nicht. Also Sinding möchte auf jeden Fall nicht mit uns reden. Na, ich glaube, dann müssen wir uns zu einer späteren Uhrzeit wieder herkommen. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ich habe dir schon eben Knete gegeben, ja? Nicht nochmal, mein Freund. Das reicht, das ist sonst langsam zu dreist, ja? Es ist wie unverschämt, bitte, ja? Haben ihm gerade erst Bestechungsgeld gezahlt und kommt wirklich wieder ein... Hey, halt! Hey, du, ich kenn dich! Ja, hey! Oh, für 300 läppische Goldstücke könnte ich dich schon wieder mal wieder gehen lassen, ne? So ist dies ja mal nicht. Ja, nee. So, ich würde sagen, wir werden dann demnächst mal irgendwie doch das mit Boetia fertig machen. Das ist ja gleich um die Ecke. Vielleicht besuchen wir dann mal unseren neuen Kollegen von der Dunklen Bruderschaft. Mal gucken, vielleicht spontan da vorbeischauen. In diesem Sinne dann, bis zum nächsten Mal, euer Mr. Zocker.